Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Ja, letztes Mal habe ich mich mir derbe in die Hose geschissen, weil ich keine Ahnung hatte, wo ich hin sollte. Nun sind wir aber endlich ein Stockwerk höher. Wir haben einen riesen Krach gemacht mit dem Generator und gucken, wo wir hier jetzt landen. Also Joel hat schon mal keine Maske mehr auf, das heißt, hier sind keine Viecher. Eventuell aber andere Leute? Fragezeichen. Auf jeden Fall ist hier ein Klo. Und so. Was ist das denn hier? Altes Hackerzimmer oder was? Au, eine Werkbank. Okay, dann mal los. Au, Nachladetempo ist leider zu teuer. Schade. Schrotflinte, Nachladetempo. Würde ich ja schon ganz gern benutzen. Zielgeschwindigkeit, ne? Sonst haben wir noch nichts Neues, ne? Magazinkapazität. Oh, da können wir öfter schießen, das ist cool. Was? 4 bis zum nächsten? Bist du wahnsinnig? Revolver, Schussfolge. Hau mal einfach mal drauf. Und hier haben wir zu wenig Zeugs für alles. Und das wäre eventuell noch praktisch gewesen. Aber nun ist ja zu spät. Das sieht gut aus. Das sieht top aus, Joel. Das sieht top aus. Hier noch irgendwas? Zeugs. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nun gut, dann können wir, denke ich, mal weiter. Ich hoffe mal, wir haben jetzt die Ekelviecher hinter uns gelassen. Ist hier noch irgendwas? Ach, da ist ein Spind. Mit Pfeilen. Ach, wie schön. Und Kugeln. Da freue ich mich. Hier sind Pissbecken. Da ist ein Stein. Ja, jetzt habe ich die Flasche fallen lassen. Von wo sind wir? Wir sind von da gekommen. Hey. Hallo? Erstmal kratzen. Genau. Tape, Schere. Da unten. Ach, 10 Räder. Toll. Seife dürfte eigentlich wieder. Ich guck mal eben. Dann mal los. Waffenhalfter. Ach ne, brauchen wir 75. Okay. Hat sich erledigt. So, die Frage ist, wo kommen wir jetzt hier hin? Na los doch! Erwischt! Gut gemacht. Gebissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Hm. Okay. Schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Ich glaube, es wird gewollt, dass wir das benutzen. Warum stirbst du denn nicht? Das war's. Ich habe den anderen Hals am Hals. Das ist natürlich doof. Der ist weg. Noch einer? Hallo? Von hinten können die nicht, ne? Gut. Ja, dann bringen wir es mal hinter uns. Hallo? Oh! War der schon tödlich? Das wäre super. Ne, der steht noch. Kann ich nicht? Hier oben sind auch Sporen, aber nicht so viele. Aha. Ah, just in case.
Hallo? Will mich noch einer besuchen, komm. Unschön. Okay. Da sind keine. Wo sind sie denn? Das war unklug. Kommt der da hin? Natürlich nicht, ey. Beschissen ist das. Irgendwas im La. Oh, das Zeugs. Zum Beispiel Tücher, Sprengstoff und Zahnrädchen. War's das? Das war's. Kinder, wo seid ihr? Da hinten läuft einer rum. Ein Snickers. Flaschen nehmen wir mit. Ah, ist da. Wow. Wo ist der Typ? Hörst du mich? Das lief überraschend gut. Aber ich gehe mal eben auf die Schrot. Nur für den Fall, dass wir. Gehen wir mal mit. Dass wir hier nochmal Gesellschaft kriegen. Aber waren das nur zwei, die da hochgehen? Oh, ein Baseballschläger. Den nehme ich auch gerne mit. Hier habe ich noch irgendwann mit den. War das der? Wo ist der andere dann? Hä, ich habe hier noch. Einer habe ich mit der Knarre rumgemüllert und der andere. Ach, der liegt da hinten. Was machst du denn hier hinten, Kumpel? Da ist nix. Steinchen brauchen wir nicht. Noch ein Steinchen. Mäh. Flasche. Ja, uncool. Eine Leiter. Mit der können wir dann wahrscheinlich da hoch. Kriegt ihr denn positioniert? Nee. Fehlt denn hier? Ist hier irgendwo ein Loch? In dem Ding? Da nicht? Auch nicht? Hä? Achso. Ja, gut, man könnte es natürlich einfach da aufstellen, wo wir sie gefunden haben. Ein abwegiger Gedanke. Passt das? Ja, da. So, hoch gehen wir erst gleich. Wir gucken nochmal da hinten nach, ob hier noch irgendwas ist. Flasche brauchen wir nicht. Ja, zum Beispiel das Zeug da. Backstein brauchen wir auch nicht. Aber gut, dann. Armhaltung justieren und raufgehen. Ach ne. Ach. Du Sau. Lass mich los. Du Arschkopf. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Ach, schon wieder. Ach, das ist Waffe. Waffe. Gib mir Waffe. Nimm Waffe. Nimm Scheiß. Waffe. Nimm Scheiß. Ach, Gott sei Dank. Mann, den habe ich ja voll erwischt, hm? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage?
Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Das ist auch so eine Eigenschaft von Joel, die ich nicht wirklich leiden kann. Der akzeptiert einfach nicht, dass Ellie was drauf hat. Das finde ich ein bisschen schade. Wo sind wir denn jetzt hier? Aha. Zeugs, kein Spind. Kein gar nichts, eine Tafel, ein Pult, aber nichts von Wert. Das ist Ellie, okay. Wo genau wollen wir eigentlich... Sind hier noch Leute? Eigentlich hätte es ja mega Aufruhr geben müssen. Wenn hier noch andere wären. Da können wir wahrscheinlich nicht rüberspringen, aber auf der anderen Seite müssen wir. So wie das immer so spielen ist, man muss außen rumlaufen. Da ist nix, da ist nix. Oh. Außen rumlaufen wird nix. Soll ich da rüberspringen? Oder da runterspringen? Ich meine, da komme ich doch gerade her, da kann ich doch nicht wieder runter. Ich habe gerade eben was gesehen. Nee. Hä? Bin irritiert. Ein Hinweis wäre cool. Ah, man kann vielleicht nicht so hier. Ah, perfekt. Bleib da, okay? Ach, Joel, Mensch. Sei doch einmal froh, dass die da ist. Was suchen wir denn nochmal? Was haben wir hier? Zeugs. Alkohol haben wir voll. Das ist auch mal. Schere. Baseballschläger haben wir. Sonst nichts Wichtiges hier. Kasse. Hä? Was suchen wir denn hier? Zahnräder, Zahnräder, Zahnräder. Tape. Aggression. Was ist das denn? Savage Starlight. Ah, je. Lesen. Wow. Lesen. Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo die hungrigen Augen der Reisenden ihren Kampf bis auf den Tod beobachten. Wird sie ihre Gefühle für den Captain unterdrücken und um ihr eigenes Überleben kämpfen können? Ich weiß es nicht, das erfahren wir im nächsten Buch. Stein. Wir müssen wahrscheinlich doch die Stufen runterspringen. Na toll. Nichts Wichtiges gefunden, das heißt, wir müssen die Treppe nehmen. Die kaputte Treppe. Na komm. Kommst du? Sie kommt. Ich will hier eigentlich nicht runter, aber... Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Was denn? Ach, nur ein Messer. Schön. Brauche ich das noch? Also hier. Das wäre nämlich eher uncool. Was haben wir da? Eine Flasche. Ein Tuch. Alkohol. Firefly-Anhänger. Alles klar. Okay, die scheint tiefenentspannt zu sein. Da geht's offenbar nicht raus. Ah, Jagdgewehr. Und Sprengstoff ist auch voll. Was haben wir denn hier alles voll? Oh, uns fehlen nur noch eigentlich Klebebänder und Klinge. Kann man die Nahkampfwaffe verbessern?
Einfach um es mal gemacht zu haben. Hier ist zu. Da ist auch alles dicht. Dann geht's wohl hier weiter, ne? Ist das da? Nahkampfwaffen. Modifikation halten einen Treffer leer. Lesen. Aha. Knoten. Bla bla bla. Ups. Bla bla bla. Lesen. Umdrehen. Vergrößern. Aha. Das wirkt dann auch einfach so. Das ist ja cool. So. Hallo? Sind wir hier? Kleinkram. Wow, unglaublich. Was denn? Hier war wahrscheinlich eine Hochzeit oder sowas. Da können wir hoch. Wir brauchen was zum Klettern. Zum Klettern, zum Klettern. Eine Leiter. Eine Leiter? Keine Leiter. Warum ist hier keine Leiter? Irgendwo muss hier auch eine rumstehen. Hier ist keine. Hinter der Bühne vielleicht. Sofern es ein Hinter... Die Tür könnte rausführen. Ja, dafür brauchen wir eine Leiter. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Wow, das war echt atemberaubend. Aber egal, wir schieben das Ding lieber. Okay. Also ich dachte. Hey, hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Jetzt. Na komm. Ja. Fester. Macht zum Glück überhaupt keinen Krach. Also. Sag mal, hopp. Oh, haben wir noch irgendwas? Darf man mal gar nichts mehr. Oh. Schaffst du das? Ich finde es halt ein bisschen doof, dass man dir da nicht hochhelfen kann. Ist ja nicht wirklich so gentleman-like. Aber gut. Natürlich liegt immer da, wo man normalerweise nicht hingehen würde. Unendlich viel Zeugs rum. Okay, das war auch schon unendlich viel. Da hinten noch irgendwas? Nee. Okay, dann eben weiter. Da geht's raus. Alter, raus, da geht's raus. Zeugs, irgendwas Wichtiges. Flasche. Lame. Ach, hier noch? Ne, alles haben wir stehen und liegen lassen, aber nichts Wichtiges. Ach, das Buffet ist auch schon weg. Ach, Mann, sowas. Hallo, Außenwelt. Hallo? Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und
Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Jo, da kann uns jetzt wohl die Ellie mal helfen. Aber ich würde sagen, die hilft uns dann auch erst im nächsten Part. Und wir schauen, ob wir hier irgendwie ganz ruhig durchkommen oder halt wie immer einfach da durchmetzeln. Das ist nämlich meine primierte Taktik, einfach durchmetzeln. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Part. Bis dahin, ciao.